Aber jetzt in dieser Runde hier steht gleich erstmal an Forschen und mit den Piraten es aufnehmen. Jetzt sehr gut, die haben uns nicht angegriffen, das ist schon mal gut. Quadratformation wurde erforscht. Fangen wir mit der Forschung mal an. Also Trichnopoli zwei Runden für den Blödsinn oder mal fünf Runden für Gleichschritt. Das bringt mehr Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte. Möglich wäre auch hier Spinning Mule mal zu erforschen, wobei ich glaube, dass diese Uni dort besser wäre. Und hier könnten wir auch Aktiengesellschaften. Also Aktiengesellschaften lasse ich erstmal bleiben. Ist nicht ganz so wichtig und bringt auch ein bisschen Unzufriedenheit. Siriger Partner kann hier weitermachen, dann nächste Runde mit den Dampfmaschinen direkt. Und Trichnopoli, ja, gute Frage. Was machst du denn? Gleichschritt. Oder erstmal sowas. Sextant ist auch nicht schlecht. Ich glaube, Gleichschritt ist ganz gut. Ja. Denn hier, diese Industrieforschung kann sie gar Partnersteller machen. Gut. Gleichschritt. So. Gefolgsmann, eine Mätresse ist für den Adel ein beliebtes Objekt. Und wir haben jede Menge rekrutierte Einheiten. Sanatika ist wichtig. Bijapur, komm her. Und wir nehmen jetzt den General, die Lanzenreiter, die beiden Kanonen und dazu nochmal dreimal Barge-Infanterie. Nehmen die hier rein und nehmen alles bis auf diesen Mob, die Waffen und Bauern, die Miliz, rein auf das Schiff. Und nehmen unsere Marine, mit Leute drauf sitzen und schicken dich nach Nord- und Südamerika. Tschüss und viel Erfolg. Die Piraten sitzen nicht mehr hier, weil die Franzosen die weggebasht haben. Das ist doch schon mal gut. Aber der Handelsposten ist frei geworden. Hui, und der da oben auch. Oder waren das die Franzosen? Das könnten die Franzosen von oben gewesen sein. Also hier ist noch einer frei geworden. Das ist Donnerwetter. Also jetzt wird's aber lustig. Also ich baue sofort noch ein Handelsschiff. Hier in Vengola. Eine Dau. Hat mir jemand geschrieben, ich hätte das falsch ausgesprochen. So, keine Schiffe im... Gut, im Weg, das ist gut. Ja, dann haben wir die losgeschickt und Diplomatie. Grand Nationes? Nee, nix. Und hier die Kleinen auch nicht. Beim Resken immer noch blockiert, nehme ich an. Aber die Spanier sind immer noch nie weitergekommen, das ist schon mal gut. Das verlängert schon mal das Leiden, aber auch das Leben dieser nordafrikanischen Plünderhorden. Und hier haben wir die. Ja, jetzt Spion, das wäre geil, wa? Haben wir aber nicht. Hm. Oh, und da sehe ich schon eine neue Stadt entstanden. Also auch das Mogulreich hat offensichtlich Wachstum. Herzlichen Glückwunsch. Masulipatnam, das war vorher nicht da und ist jetzt da. Das ist ja schon mal nämlich erfreut zur Kenntnis. Und auch Bengalen wird bald uns gehören. Und Gujarat. 34 Runden bis Baroda fertig ist. Und hier oben ist Kaschmir. Da ist vor allem Bauernhöfe. Ist ja noch was anderes irgendwie. Eine Stadt oder vielleicht Pelze. Würde ja Sinn machen in Kaschmir. Ne, offensichtlich vielleicht eine Stadt noch. Kann ich gar nicht erkennen. Doch, da ist noch ein Dorf, okay. Ansonsten sind hier Baumwollplantagen. Zuckerplantagen, huch, da habe ich gar nicht mehr gerechnet jetzt. Und sonst so. Bauernhof, Bauernhof, Freudenhaus und eine besagte, berühmte Gewürzplantage. Und Malwa, hier sind nur, das ist eine Armenprovinz. Hier ist es nur einmal geringer Ertrag, Plantage, ein paar Dörfer. Eins, zwei, wenn ich richtig zähle. Vielleicht hier noch eins, weiß ich nicht. Und zwei Bauernhöfe. Einer sogar nur. Naja. Dafür geht's unseren Provinzen ja quietschfidel. Und sehr gut. Hä? Achso. Militärakademie? Nee, die brauchen wir da nicht. Gut. Ja. Nächste Runde haben wir auch nicht was zum Ausgeben. Mit der nee, gar nicht. Ha! Gar nicht. Das ist ja gar keine neue Forschung. Wir sind ja schon hier unten. Wir bräuchten das noch, aber die Großgrundbesitzer, das haben wir nur an ganz wenigen Stellen, weil die Reisbauernhöfe sind bereits alle auf Maximum. Also Indien hat auch weniger Landwirtschaftsmöglichkeiten. Aber gut, ich gehe weiter in die nächste Runde. Das ganze Geld bleibt jetzt mal Geld. Ich könnte vielleicht einen Teil davon investieren in ein Bündnis mit Afghanistan. Das wäre sicherlich noch machbar. Also so 5000 Goldstücke wären mir das schon wert. Hätten wir langfristig auch sehr, sehr gute Beziehungen und auch ein Handelsabkommen würde dann irgendwann folgen, sobald wir bis dahin durchgestoßen sind.
eine sehr friedliche Phase mit wenig Schlachten. Aber es wird mindestens eine Schlacht geben. Nämlich um die zweite, um die nördliche Pirateninsel. Um Antigua müsste das, glaube ich, sein. Ich kenne mich in der Karibik ein bisschen aus. Und da sind dann meistens so, glaube ich, 7 Piratenmobs drin, weil es ja die Hauptstadt ist. In der Südinsel meistens nur 2. Würde ich die Südinsel automatisch mal erobern und die Nordinsel mit einer schönen kleinen Schlacht gegen die Piraten dann noch beenden. Dann hätten wir die Piraten vernichtet, 2 weitere Provinzen und wir hätten Fuß gefasst auf dem amerikanischen Kontinent. Das wäre auch interessant. So, jetzt können wir erstmal dieses Schiff noch in die ostindischen Inseln verfrachten. Jawohl. Mal sehen, wer da der schnellste ist. Hier sind wir immer noch nicht. Scheiße. Doch, Persien. Mist! Und da sind die Franzosen. Ja, dann können wir uns ersparen. Ich kann das Schiff auch noch erstellen lassen, immer noch, weil ja, die Perser immer noch vernichtet werden könnten. Ne? Genau. Es ist immer noch knapp für die. So, ein Esser. Okay, da ist irgendein General ein bisschen dicker geworden. Aber das 1% ist, glaube ich, nicht entscheidend. Neuer Hafen entsteht. Endlich. Pondicherry. Und in 31 Runden in Madras dann der nächste. Und das ist sehr, sehr gut. Der Hafen ist auch ganz klar schon vergeben für die Schiffswerft. Und ich rekrutiere mal nochmal mehr Bauern. Und diese Bauern hier können schon mal da rein. Sehr gut. Endlich eine Schiffswerft. Juhu. So, Sultanenpalast in Bira. Und dasselbe in Ahmadnagar, hervorragend. Und Werkstätten in Hyderabad wird sofort aufgerüstet in Eisenwerkstätten. Und ab denen, wenn die dann da sind, können wir auch forschen, metallindustrietechnisch. So, die Bewässerung und regionale Zustimmung wurden erforscht. Das sind sehr, sehr wichtige Technologien. Srigapatna kann erst weitermachen, wenn es die einfache Dampfpumpe gibt. Dann müssen wir wohl hier erstmal mit der Industrietechnologie weitermachen. Mit Spinning Mule zum Beispiel, sehr, sehr gut. Und Kolhapur, ja, bleibt Kolhapur da drauf oder macht das irgendjemand anders? Nee, Kolhapur ist nicht langsamer als die anderen. Ist sogar schneller als die anderen, glaube ich. Weil bei Aktiengesellschaften waren die anderen genau bei 8 und Kolhapur bei 7. Also ist Kolhapur genau die richtige Uni für Philosophie. Trichinopoli die für Militär und Srigapatna die für Wirtschaft. Für Industrie. Das passt doch alles perfekt. 1, 1, 1. Sehr gut. Also sie tun sich nicht viel, aber es gibt leicht Unterschiede. Und das ist schon mal ordentlich. Gut, 4, 4, 7. Das dauert also ein bisschen, bis das da wieder weitergeht. Und wir können in Bijapur mal General uns leisten, glaube ich. Noch ein 4-Sterne machen Donnerwetter. Haben wir viele von. Und ein paar Kanönchen und Trüppchen zur Verteidigung der Hauptstadt. Kamelnomaden und Chateauneuil-Schützen. Die Schützen finde ich ganz lustig. Die rekrutiere ich für meine Ahmadnagar. Für unsere Armee. Und hier in Hyderabad. Da bleibt alles so. Im Süden habe ich gerade eben noch ein bisschen Mob rekrutiert. Eigentlich ist das Blödsinn. Ich hole lieber Polygare, weil es auch ohnehin eine Frontgegend ist hier. Und wir können auch hier nochmal so einen General uns, glaube ich, leisten. Oh, sehr gut. 38 Jahre jung, 5 Sterne. Hervorragend. Mysur, Stadtwache 1 und 2. Okay. Okay. Ja, das braucht erstmal jetzt seine 3 Runden, glaube ich, hier. Mit den Werkstätten, genau. Bis wir die dann haben. Und dann gehe ich mal kurz auf Diplomatie und versuche mal, Afghanistan ins Boot zu holen. Also wir haben gleiche Regierungsform, bringt plus 15. Dann respektable nationale Anführer, plus 12. Aber religiöse Differenzen, minus 10, macht insgesamt noch immerhin plus 17. Und ich will jetzt mal versuchen, erstmal dir ein Bündnis so anzubieten. Das machen sie noch nicht, das überrascht mich auch nicht. Dann will ich denen erstmal ein Bündnis anbieten mit jeweils unbeschränktem Zugang. Und einer Zahlung von 5000 Goldstück. Ich bin großzügig. Das machen sie nicht. Der Zugang muss aber zwingend dazugehören, damit ich den Zugang zu Europa habe. Dann mit 7000. Wenn sie das nicht machen, lasse ich das mal bleiben. Nein, machen sie nicht. Schade. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen gedulden. Das kommt vielleicht später noch. Okay. Und ressourcenmäßig T bei 15. Mhm. Baumwolle 14. Gewürze jetzt sogar 24. Ist die Nachfrage gestiegen oder ist noch einer hier abgehauen? Nee. Aber es ist gut für uns. Auch wenn der Profit jetzt nur noch vierstellig ist, aber das liegt auch an blockierten Routen.
Schweden ist die wertvollste, gefolgt von Spanien und dem Osmanischen Reich. Zwei Stoßzähne, 3 Pfund, 2. Zucker ist bei 14. Elfenbein ist auch wieder leicht gestiegen, glaube ich. Ist doch gleich gestiegen, oder? Ne, 22 hat es, glaube ich, vorher auch schon. Ich weiß es gerade nicht sicher. Aber Gewürz ist ganz klar gestiegen und Tee und Baumwolle sind stabil. Zucker weiß ich gerade nicht. Also wir handeln ja 5 Waren. Mit Baumwolle, mit Elfenbein, mit Gewürzen, mit Zucker und mit Tee. Mit Tabak noch nicht, das wäre aber auch lukrativ mit 18. Also alle sind lukrativ, klar. Aber Tabak ist mit 18 sehr lukrativ. Kaffee ist hier nicht vorhanden in Indien mit 13. Und Pelze mit 10 glaube ich auch nicht. Aber Zucker haben wir offensichtlich auch eine Plantage hier. Habe ich gerade eben entdeckt. Aber nur ganz wenige. Die meisten Zuckerplantagen sind in Amerika. Pelze in Europa und Amerika. Und Kaffee und Baumwolle und Zucker sind unglaublich viel in Amerika. Also geradezu inflationär. Gibt es bestimmt jeweils so 10 bis 15 Plantagen. Gut. Ich habe einfach nicht mehr zu tun. Ich weiß nicht, wo mit dem Geld. Deswegen sage ich, weiter geht's. Nein, ich baue jetzt doch in Mysur die veräußerten Befestigungen. Die haben noch 2 angenehme Nebeneffekte. Mehr Zufriedenheit, was gut ist für die Universitätsstadt. Und ein gestärktes nationales Prestige. Komm, her damit. Und irgendwann können wir das Ganze auch in Karnataka bauen. Das ist so. Und ich sage, weiter geht's. So. Eine Runde haben die jetzt mindestens gebraucht für die Ankunft in Amerika. Also jetzt die 2. Runde. Also ich weiß nicht, ob jetzt oder erst in der nächsten Runde das Schiff ankommt. Ich dachte immer, dass man pro Reisepunkt eine Runde braucht. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Weil ich mich sonst schwer verständlich machen kann. Wir haben diese Brig mit den mit der kleinen Armee für die Pirateninseln haben wir vor 2 Runden losgeschickt. Und ich guck gleich mal, wie lange die nach meiner Idee brauchen müssten. Eine neue kleine Forschungsfrage in unserem Forschungs-Let's Play. Also, die müssten... Also meine Idee war, dass man, seht ihr, für jede dieser weißen Linien und für jeden Punkt dann eine Runde braucht. Also 1, 2, 3, 4, beziehungsweise 1, 2, 3, 4 nach Nord- und Südamerika. Aber ich sehe gerade, hier kommt eine Flotte an. Das ist einmal die in den ostindischen Inseln. Und jetzt holen wir uns mal die Gewürze. Yes! Tada! Und das bringt... Jawohl! Ordentlich Kohle und die Gewürze sind bei 23 Goldstücken. Exzellent! Wir haben jetzt fast die totale Kontrolle über Gewürze. 4 von 5 Handelspunkten. Und eine der 3 Plantagen, eine zweite wird noch folgen. Dann haben wir nur noch Venedig hier und die Franzosen in Französisch-Guyana mit ihrer Insel in... Ach, Quatsch, mit ihrer Plantage in Cayenne. Das ist der berüchtigte Cayenne-Pfeffer. Das ist der, das ist damit gemeint. So, dann haben wir einen toten Staatsbeamten. Wer das war, kann ich leider nicht... Oh, das muss der Regierungschef gewesen sein. Alles klar, der muss natürlich sofort ersetzt werden, weil der macht die Unterklasse unzufrieden und hat nur 3 Sterne. Der ist auch nicht viel besser hier. Der überhaupt nicht, der ist Ladenbesitzer, das bringt auch nichts. Der ist religiös, Dickkopf, das Leben ist schön. Und Taktiker, also der bringt 2 Punkte bei der Unterklasse und einen Verwaltungspunkt. Und der hier bringt 1 Punkt bei der Unterklasse und 1 Punkt bei der Verwaltung. Dann würde ich doch mal den Dickkopf hier empfehlen. So. Ja, 2 Provinzen, wo es ein bisschen knapp ist, ne? Also immerhin ist hier keine Stadtwache-Repression. Hä? Mysur ist doch glücklich, ihr Deppen. Quatsch. Karnataka auch glücklicher. Also, das hat es ja sogar gebracht mit diesen beiden Punkten bei der Unterklasse-Zufriedenheit. Und mein Verdacht war offensichtlich falsch. Also, es haben auch 2 Routen gereicht und nicht 4. Das ist gut, denn, ihr habt es gerade eben schon vielleicht gesehen, Ashwatthama Valid ist angekommen und damit können wir jetzt die erste der Pirateninseln schon mal attackieren. Ich hoffe, der kommt da heil an. Geh mal lieber hier unten lang. Sicher ist besser. Du kommst eh nicht in einer Runde an. So, Armee ist drauf und dann hoffen wir, dass keine Piraten uns angreifen. Auf nach Puerto de España, der Hafen von San José de Oruña. San José de Oruña heißt das. Von Trinidad und Tobago.